Willkommen in Riga. Guten Morgen. Ich habe nochmal den Standort gewechselt. Bin jetzt nach Jürmala gefahren. Vielleicht spricht man es auch anders aus. Das ist hier so ein Kurgebiet. Vor Riga an der Küste. Also ich wollte gestern so, wollte ich bei einem anderen Parkplatz stehen bleiben und auf einmal kam plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, alle paar Minuten kam ein Auto vorbei und ist stehen geblieben. So, dann kannst du nicht ruhig schlafen, wenn hier alle paar Minuten jemand vorbeikommt. Das war so mitten im Wald und bin ich da auch nochmal weitergefahren, jetzt hier nach Jürmala an die Küste. Und hier musste ich sogar Eintritt zahlen. Die nehmen Wegegebühr hier. 2 Euro, wenn man reinfahren möchte. Wenn ich jetzt 2 Euro Eintritt gezahlt habe, wollte ich mir den Strand zumindest mal kurz angucken. Ja. Strand und so, ne? Aber ich fahr jetzt nach Riga. Eben fast noch vergessen hätte, man sieht hier noch die Spuren. Und zwar hat dann für dieses Kuhgebiet gleich um 6.30 Uhr vor meinem Fahrzeug hier ein Fahrzeug, Reinigungsfahrzeug, seine Runden gedreht. Dachte ich mir so, toll, super cool. Da vorne geparkt und ich wäre fast wieder gefahren, denn ich habe keinen Parkplatz gefunden, wo man mit Bargeld zahlen kann. Ich konnte überall nur mit Mastercard zahlen und da vorne kann ich jetzt kostenlos parken. Ja, total doof, ey. Nur mit Mastercard. Ich meine, hat ja nicht jeder eine Mastercard oder eine Visa. Zum Zentralmarkt. Wir schauen mal, was da so Schönes dort finden können. Da gehen die Touristen rum rein. Ich war gerade drin. Innen gibt es nur Fisch. Also von Süßwasser Fisch bis Salzwasserfisch. Außerdem haben sie noch also noch Tintenfische und sowas. Eigentlich alles okay so, aber hinten gab es eine Theke, da waren dann irgendwie lebende Fische halt so auf dem Eis und eben so. Aus der Markthalle komme ich gerade und da durfte man leider auch nicht filmen. Aber es ist so mega, wenn du da reinkommst. Da kommt dir so voll der übelst geile Backgeruch entgegen. So. Alles riecht so nach frisch gebackenen Sachen. Frische Donuts machen sie dir und so, also richtig fett. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Honig nur geholt und Propolis, weil der recht günstig war und das war so richtig lokaler Honig. Hast gesehen, der war so richtig dunkel, kann ich euch noch einmal zeigen. Ja. Krass, den muss ich mal probieren. Hier sieht man auch richtig fett Honig, das ist alles lokaler Honig und ich habe mir so einen hier unten genommen, allerdings vom anderen. Das war die Fleischabteilung, da gab es geräucherte Sachen, frische Sachen, Hühnerherzen, was ich weiß alles. Alles was mit Fleisch zu tun hat, geräuchert und nicht geräuchert. Hier sehen wir nochmal den Markt. Ich habe jetzt so eine fette Birne mal probiert. Na, schmeckt richtig gut. Selbst gepflückt, so schmeckt die. Und lasse jetzt den Markt hinter mir und gehe ein bisschen Richtung Innenstadt. Runtergesetzte Sportjacke, check. Also historisch hat Riga ja echt was zu bieten. Hier in jeder Ecke befindet sich irgendeine Kirche oder irgendeine Kathedrale. Let's go.
Das soweit von Riga. Mir reicht's jetzt. Hier ist sau viel Verkehr an der Hauptstraße. Ich gehe jetzt zurück Richtung Markt. Dort hole ich mir noch ein paar Bernsteinketten und ein bisschen Obst zum Essen. Danach geht's zum Auto und danach suche ich mir einen Stellplatz für heute. Bis später. Da ist der eine Platz schöner als der andere. Oh, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Ich bin hier in die Hauptstraße oben lang gefahren und dann ging es irgendwie, ich glaube, 6 Kilometer über Schotterpiste. Und dann kam mir LKW entgegen auf der Schotterpiste, da musste man halt so ein bisschen ausweichen und so. Und jetzt, ja, bin ich hier. Hier ist echt ganz dünn besiedelt nur. Und wow, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Oh, tut das gut, ey. Oh, herrlich. In meinem Wagen hat mir den Honig aufgemacht. Medus, Latiex, wie auch immer, hingeholt. Und der ist so braun, so, ja, so bräunlich. Und der schmeckt richtig gut. Hat so ein bisschen an Rapshonig, aber viel herber. Und so eine leicht zitronige Note. 7 Euro gezahlt. Ist 1 Kilo, steht hier drauf, ja. Also super in Ordnung. Ich habe erst mal ein bisschen Popcorn gemacht. Sehr schnell und einfach gemacht, total super. Aber ein bisschen Öl rein, ein bisschen Popcorn erhitzen, gut ist. So, immer neue Sachen. Eben hatte ich noch so eine kleine technische Sache. Und zwar habe ich vorhin an den Solarpanels rumgefummelt, an den Kabeln, habe irgendwie ein bisschen dolle gezogen und habe irgendwie was abgemacht. Und dann habe ich geguckt, wo der Fehler herkommt, weil kein Strom mehr da war. Und die Batterie aber okay, ins Handbuch geguckt und so. Auf jeden Fall war ein Kabel locker, habe ich jetzt wieder festgelötet. Allerdings lässt sich es schlecht festlöten, wenn diese Anlage nur Strom für den Lötkolben gibt und das Auto zu wenig Strom gibt. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt mit dem Feuerzeug festgelötet. Naja, in der Not hilft man sich, man lernt dazu. Soweit nur, das mal jetzt gleich Zwischensequenz. Hier ist gerade Chaos. Und jetzt wird erstmal aufgeräumt. Oh, liebe Leute. Ich habe gerade nochmal die Elektronik gemacht, alles aufgeräumt. Heute gibt es leider keinen Sonnenuntergang, wie ihr seht. Die nächsten Tage wird es wohl irgendwie wechselhaft. Mal schauen, was ich da Schönes machen kann. Ich hoffe, der Tag in Riga hat euch heute gefallen. Mir hat er gefallen. Ich war dann zwar auch wieder froh, draußen zu sein, aber ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Hinterlasst mir einen Kommentar, darüber freue ich mich sehr. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis denn, hat mich gefreut, macht's gut, tschüss.